So, willkommen bei Video 8, 4, Woche 8, Video 4. In diesem Video erledigen wir ein ganzes Kapitel von Forster, nämlich Paragraph 10. Ich denke, das geht hier auch ganz gut. Es sind parameterabhängige Integrale und Doppelintegrale. Wie gesagt, ich glaube, das tut dem Kapitel vielleicht sogar gut, weil man das schön rafft, komprimiert und das Wesentliche vielleicht schnell zusammenfasst. Also was ist das Wesentliche? Worum geht's? Wir haben eine Funktion, das ist ein f von x und y. Und obwohl wir jetzt eigentlich es gewohnt sind von den Untermannigfaltigkeiten, wir sind im Raum und das alles sind Vektoren, also x und y könnten Vektoren im Rn sein. Ach, das wäre so schön, ist aber hier nicht. X ist einfach nur im Intervall a, b und y ist in einem Intervall j. Ja, für mich ist es in einem Intervall j. Der eine Satz von Forster ist ein bisschen allgemeiner, aber da vereinfache ich eben jetzt. Gut. Und jetzt bilde ich das Integral. Das nenne ich jetzt Phi von y, das ist das Integral von a bis b, also über das x integriere ich auf a bis b, f von x, y, dx. Jetzt ist die Frage, wie gut ist das Phi? Also, ich schreibe mal abstrakt hin, wie gut ist Phi? Und was ist die Ableitung von Phi? Also, wenn wir jetzt nach y differenzieren, was kommt dann raus? Bei wie gut ist phi, denke ich daran, wenn f stetig ist, dann könnte phi wieder stetig sein. Das würden wir eigentlich erwarten. Bei der Ableitung würden wir erwarten, dass wenn ich hier differenziere nach y, das heißt, ich differenziere außen, die Ableitung ist außerhalb vom Integral, dass ich die Ableitung einfach ins Integral hineinziehe und einfach das f nach y differenziere. Also ich schreibe mal hin, was wir erwarten. Wir erwarten, wenn f stetig ist, dann ist phi stetig. Und dem wird auch so sein. Das ist Satz 1. Und wir erwarten, wenn f sogar stetig differenzierbar ist, dann ist die y-Ableitung von phi an einer Stelle y. Ich differenziere also jetzt außen das Integral und es kommt raus, dass ich die Ableitung unter das Integral ziehen kann, dass dann also d nach dy von f von xy dx integriert wird. Ja, und im Wesentlichen sagt das hier Satz 1 und das hier Satz 2. Also, und dem daraus folgt vielleicht besser. Und Satz 3 ist dann schon ein Satz über Doppelintegrale. Das ist nochmal eine ganz andere Sache. Also, das sind die Sätze und da sehen Sie schon, also so erstaunt sind Sie darüber nicht, das würden Sie erwarten. Das Integral ist stetig und die Ableitung sieht so aus. Die Problematik, grundsätzlich gesprochen, möchte ich hier ansprechen. Problematik. Und diese Problematik werde ich auch in den Beweisen jetzt ein bisschen vertuschen. Nur es ist jetzt eher für die wirklich an der Mathematik und an den Beweistechniken interessierten Hörer. Woran muss man arbeiten? Man muss daran arbeiten, wenn fk von x, das sei jetzt eine Folgefunktion, die sind alle, jedes fk ist eine Funktion in x. Und wenn die alle konvergieren gegen ein f von x, und zwar für k gegen unendlich, also jedes fk ist eine Funktion, schreibe ich vielleicht mal hin, fk bildet immer das Intervall a, b ab nach r. Und für jedes x konvergieren die gegen ein f von x, dann folgt nicht, dass das Integral über die fk gegen das Integral f konvergiert. Also gemeint ist hier immer
Integral ab und natürlich von x dx. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Ja, wenn fk, wie man dann sagt, punktweise konvergieren, also gemeint ist hier schon, für jedes x in ab konvergiert das, dann heißt das nicht, dass die Integrale konvergieren. Darüber müssen wir jetzt gar nicht reden, aber vielleicht erinnern Sie sich, ich habe so ein Beispiel schon bei der Integration gemacht, so Hutfunktionen, also Sie starten, die leben alle auf dem Einheitsintervall, Sie starten bei der 0, Sie gehen auf die Höhe k und dann auf die 0 und dann bleiben Sie bei der 0 und das machen Sie in einem Intervall 1 durch k. Dann ist das Integral immer 1, die Funktionen konvergieren aber gegen die Nullfunktion, dann konvergieren die Integrale nicht gegen dieses Integral. Aber dieses Gegenbeispiel ist für uns jetzt nicht so zentral, sondern für uns ist eher relevant, dass es unter gewissen Umständen ja doch gilt. Ja, also der Zusatz ist, fk, wenn fk gegen f gleichmäßig konvergiert, dann konvergieren die Integrale. Ich schreibe es wirklich so kurz, dann geht Integral fk gegen Integral f. Also in der Situation, wenn die Konvergenz gleichmäßig ist, konvergieren die Integrale. Und das hatten wir schon in Analysis 1 gemacht. Ja, weil Sie die Differenz einfach der Integrale abschätzen können. Das ist überall nur Epsilon voneinander weg, dann sind die Integrale auch nur Epsilon mal b minus a voneinander weg. So die grobe Idee. Gut. Also das ist so der Hintergrund. Und jetzt sehen Sie die Strategie, was man hier machen muss, wenn man diese Sätze beweisen will. Man muss eben immer dafür sorgen, dass man sich in der Situation befindet. Ja, und das können wir jetzt eben ganz schnell machen. Ich formuliere ruhig mal meinen Satz 1. Den habe ich ein bisschen vereinfacht, weil bei mir J ein kompaktes Intervall ist und bei Forster ist es eine beliebige Menge. Ja, dann ist aber die Anschauung ein bisschen komplizierter und deswegen mache ich das jetzt ein bisschen einfacher. Also, Situation wie oben, f ab Kreuz j nach r, j, also ist da erstmal stetig, und j Teilmenge r, ich könnte aber auch schreiben Teilmenge rn, naja, jetzt bleiben wir bei Teilmenge r, aber das sei kompakt. Und dann bilden wir eben genau diese Funktion. Aber ich denke, ich kann sofort die Aussage hinschreiben. Dann ist Phi, diese Abbildung von J nach R, Y wird geworfen auf das Integral f von xy dx ab, stetig. Also, ein ganz einfacher Satz. F hat zwei Argumente, ein x und ein y. Ich integriere immer über das x und frage mich, wie hängt es von y ab? Und die Antwort ist stetig. Also Beweis, beziehungsweise eine Skizze davon. Es ist wirklich, ist eigentlich nicht schwer. Nehmen wir mal eine Folge. Wir wissen ja, wie wir die Stetigkeit zeigen müssen. Sei yk gegen y eine Folge. Und zwar natürlich eine Folge in j. Dann bilden wir die Funktion fk von, das sind jetzt nur noch Funktionen in x, ich möchte in die Situation hier kommen. Fk von x sei das f von x, yk. Und genauso f von x ist das f von x, y. Und wenn ich das so setze, dann behaupte ich, dass fk konvergiert gegen f und deswegen konvergieren die Integrale fk gegen Integrale f. Gemeint sind hier natürlich Integrale ab. Aber das Integral f ist genau das, also die Integrale über die fk sind ja genau die Phi von yk und Integral über f ist genau Phi von y. Also das ist genau Phi von y
Und das ist Phi von yk. Und dann konvergieren also für k gegen unendlich, das ist beides für k gegen unendlich, dann konvergieren also für k gegen unendlich die Phi von yk gegen Phi von y und wir sind fertig. Gut, das ist eigentlich der Kern von Satz 1. Es gibt aber eben das kleine Problem, ich habe es vorher ja erwähnt, die Tatsache, dass das irgendwie konvergiert, reicht nicht. Sondern wir brauchen, dass das gleichmäßig konvergiert. Also nur punktweise reicht nicht, gleichmäßig wäre gut. Schreib mal hier Wishful Thinking hin, gleichmäßig, dann stimmt dieser Pfeil jedenfalls. Ja, wenn das gleichmäßig konvergiert, stimmt das. Aber warum konvergiert das gleichmäßig? Ja, das liegt daran, dass das kleine f stetig auf einem Kompaktum ist. F stetig auf dem Kompaktum, nämlich dem Kompaktum AB, kompakte Menge, Kreuz, kompakte Menge ist wieder kompakt. Und wenn eine Funktion stetig ist auf einem Kompaktum, ja, jetzt sehen wir ein bisschen, das war doch für irgendwas gut, dass wir diese Topologie gemacht haben, stetig auf dem Kompaktum impliziert, dass f gleichmäßig stetig ist. Und gleichmäßig stetig, wenn Sie das jetzt übersetzen, heißt im Grunde genau das. Sie können sozusagen unabhängig von dem x, wo Sie gerade sind, wenn nur yk nah an y ist, dann sind eben diese Argumente, nämlich also das Paar x, y nah an dem Paar x, Entschuldigung, x, yk ist nah an dem Paar x, y und dann sind die zwei nicht weit voneinander weg, also ganz unabhängig von x und deswegen ist die Konvergenz gleichmäßig. Also Forster macht dann da so einen Hilfssatz dazu, dass eben diese Konvergenz gleichmäßig ist, aber das ist dann der Kern des Satzes. Also Sie sehen, das ist eigentlich ganz einfach und Satz 2 können wir jetzt tatsächlich auch in demselben Geiste ganz schnell bekommen. So, also Satz 2 im selben Geiste, tatsächlich möchte ich nicht alles abschreiben. Die Situation sei genauso wie in Satz 1. Situation wie in Satz 1. Aber noch zusätzlich, j sei ein kompaktes Intervall, denn wir wollen jetzt differenzieren und differenzieren können wir nur nach einem reellen Parameter, nicht nach einem Parameter in irgendeiner Menge, die vielleicht q ist oder sowas. Ja? Also j sei ein Intervall und, ja, und das f, wir wollen jetzt differenzieren, dann muss das f natürlich auch stetig differenzierbar sein. Also f stetig differenzierbar. Und zwar nach der zweiten Komponente, nach y. Das heißt also, die y-Ableitung von f, ich würde jetzt eher gerade Buchstaben schreiben, dy f, das ist eine Abbildung, f geht ja nur von einem r2 nach r. Wenn ich jetzt nach einer Komponente differenziere, geht es von derselben Grundmenge nach r. Also von ab kreuz j. Nach R. Das sei stetig. Das ist die Voraussetzung, dass diese partielle Ableitung von F stetig ist. Dann ist das Phi, ja, wir wollen hier jetzt nach Y differenzieren, dann ist dieses Phi sogar differenzierbar nach Y und die Ableitung ist die, die wir erwarten. Dann Phi ist stetig differenzierbar mit der Ableitung dy, jetzt schreibe ich das auch gerade, dy phi von y ist gleich, so wie gesagt, zunächst mal ist die Ableitung außen, aber wir können sie jetzt eben reinziehen, ab dy f von xy dx. Also wir können unter dem Integral differenzieren. Das werden Sie sich auch genauso merken, wenn Sie mal ein Integral differenzieren. Das f hängt von zwei Parametern ab. Über den einen wird integriert, vom anderen hängt es halt dann noch ab. Und Sie differenzieren jetzt das Integral, dann können Sie unter dem Integral differenzieren. Also ein ganz, ganz wichtiger Satz, der wird tausendfach verwendet. Aber meistens kümmert man sich dann nicht mehr groß drum, oh, welchen Satz muss ich da denn verwenden, damit das erlaubt ist. Gut, hier steht er jetzt. Der Beweis ist jetzt, also
Ja, gut, wir müssen jetzt erstmal uns um eine Ableitung kümmern, weil dann wird es genauso wie Satz 1. Also, was ist denn ein Phi von y plus h, ich bin jetzt auf dem Intervall, minus Phi von y durch h? Also ich bin jetzt ganz, wir sind bei Analysis 1 gerade, das ist eine Abbildung von R nach R oder Teilmengen. Und wenn ich differenziere, dann muss ich einen Differenzenquotienten nehmen. Das ist 1 durch h und jetzt schreibe ich Phi von y plus h hin. Das ist das Integral f von x, y plus h dx. Und dann muss ich sozusagen außerhalb, ich habe dieses Integral, minus und dann ein anderes Integral, da steht die Funktion f von x, y. Jetzt ist aber das Integral ein lineares Funktional, das heißt, Integral von dem einen f minus Integral vom anderen f kann ich auch schreiben als Integral von der Differenz. Also das darf ich dann schon. Ich darf sozusagen, solange ich auf dem diskreten Level bin, mit dem h, darf ich die Ableitung reinziehen. Das habe ich gerade gemacht. Ich hätte auch das h hier unten hinschreiben können. Wenn ich das h da unten hinschreibe, dann sehen Sie sofort, dass es ja hier wieder sich um eine y-Ableitung von f handelt. Das hier kann ich mir definieren, jetzt mit dem geteilt durch h, als fh von x. Und was wäre mein f von x? Mein f von x wäre die Ableitung, also dy f von x, y. So definiere ich mir jetzt ein fh, das steht hier, und ein f. Und die fh, die konvergieren für h gegen 0 gegen f. Ja? Das stimmt jedenfalls für jeden Punkt x und y. Denn das ist die Definition der partiellen Ableitung nach y. Ja? Ach, ich habe ja hier gerade das d geschrieben. Das ist die Definition der partiellen Ableitung nach y. Also konvergiert das gegen f. Ja, also steht hier jetzt, ist jetzt ein bisschen verrutscht, hier steht jetzt das Integral fh. Und jetzt mache ich dasselbe Argument wie im letzten Beweis. Das konvergiert eben für h gegen 0 gegen das Integral ab von f. Das ist aber genau das Gewünschte. Das ist genau hier die rechte Seite. Ach, schreibe ich nicht mehr hin. Nein, schreibe ich nicht mehr hin. Also hier ist genau die rechte Seite. Das heißt, der Differenzenquotient, den ich mit phi ausrechnen kann an einer Stelle y, y war ein ganz beliebiger Punkt, h irgendeine Folge gegen 0, immer ungleich 0, dann ist der, kann ich den Differenzenquotient schreiben als ein Integral über den Differenzenquotient. Ja, im Endlichen kann ich das Integral zerlegen. Das nenne ich dann fh. Dann habe ich hier also ein Integral fh stehen. Die fh konvergieren aber gegen f. Und dann konvergieren die Integrale fh gegen Integral f und damit das Gewünschte. Jetzt bin ich fertig. Naja, wenn ich wieder dieselbe Problematik klären kann, die konvergieren irgendwie dagegen. Aber die Frage ist, konvergieren die auch gleichmäßig? Und da ist die Antwort eben jetzt auch wieder genau dieselbe. Man muss mit der Kompaktheit der Grundmenge argumentieren und feststellen, dass, da können Sie jetzt zum Beispiel das dann noch als Funktion im Parameter h nehmen und im Parameter h dazu nehmen. Die Funktionen leben alle auf kompakten Mengen und dann sind die, wenn sie stetig sind, sogar gleichmäßig stetig. Und wenn die gleichmäßig stetig in allen Parametern sind, dann ist eben diese Konvergenz sogar gleichmäßig. Also diese Konvergenz ist gleichmäßig. Und eben weil sie gleichmäßig ist, das ist hier natürlich nur eine Beweisskizze, weil die Konvergenz gleichmäßig ist, und das ist wieder ein Hilfssatz bei Forster, funktioniert diese Konvergenz und dann ist man fertig.
ich will ja den Stoff abkürzen, das mache ich jetzt also so. Sie merken sich aber die Aussage, Sie dürfen unter dem Integral differenzieren, und zwar dann, wenn also die Ableitung existiert, die Sie da bilden wollen, und die soll dann bitte noch stetig sein. Das ist deswegen wichtig, weil Sie also bei stetigen Funktionen immer das Integral bilden können. Das ist schon mal der eine wichtige Punkt. Und ja, wenn die nicht stetig ist, dann haben Sie wirklich, dann können Sie hier in Schwierigkeiten kommen mit dieser gleichmäßigen Konvergenz. Dann kann es wirklich falsch sein. Gut, wir sind fast schon fertig. Wir machen jetzt noch Satz 3 über Doppelintegrale. So, bei den Doppelintegralen sind wir in genau derselben Situation wie in Satz 2. Trotzdem wiederhole ich mal noch ein bisschen. Also die Doppelintegrale da wollen wir eine Funktion f, die zwei Parameter hat, x und y. Das x lebt in dem Intervall ab und das y im Intervall cd. Und das bildet nach R ab. Also f ist ein f von x und y. Und das sei stetig. Ja, dann sollten Sie inzwischen schon so drauf sein, dass Sie sagen, ach, stetig auf einer kompakten Menge, also gleichmäßig stetig, es kann gar nichts passieren. Okay, das ist die Idee. Das sei stetig. Dann, so, und jetzt bilde ich zwei Sachen. Ich bilde jetzt mal das Integral, indem ich, ich mach mal, ist ja jetzt egal. Ich bilde jetzt ein Integral f von x, y dy. Ich kann ja die Funktion nach der zweiten Variablen aufintegrieren. Die ist stetig auf einem kompakten Intervall, dann existiert das Integral. Ja, das ist eine Funktion. Also nachdem ich aufintegriert habe, ist das eine Funktion. Das ist jetzt andersrum als das Phi. Das, beim Phi habe ich über x integriert. Nächstes Mal Psi von x. Diese Funktion ist stetig. Das haben wir vorhin gemacht. Das ist eine stetige Funktion in x. Und die kann ich also aufintegrieren von a bis b. Warum nicht? Dann habe ich also jetzt das f einerseits über die x, andererseits über die y-Variable integriert. Die Behauptung ist jetzt, wenn ich das jetzt andersrum gemacht hätte, wäre genau dasselbe rausgekommen. Also wenn ich außen, ich sollte vielleicht innen anfangen, wenn ich erst über AB integriert hätte, das F über das X integriert hätte, das war ja das Phi von Y, und dann das Ergebnis eben über Y integriert hätte, also jetzt über CD das Ergebnis integriere, dann kommt genau dasselbe raus. Das ist ja auch gut so, denn das soll wieder ein Volumen sein, also das Ende des Satzes. Das Bild ist, also Sie haben in der einen Richtung ein Intervall AB, in der anderen Richtung ein Intervall CD, und die Funktion lebt also jetzt auf diesem Rechteck. Ja, das x ist hier drin und das y ist hier drin. Und f ist eine Abbildung, die lebt auf dem Rechteck und bildet nach R ab. Dann soll, und jetzt stellen wir uns das dreidimensional vor, dann ist f, stelle ich mir jetzt als Höhe darüber vor. Das heißt, ich habe jetzt hier so eine Höhenlandschaft über diesem Rechteck. Und das Integral, das soll jetzt bitte das Volumen unter dieser Höhenlinie sein. Ja, einfach weil die Höhenlinie, wenn Sie sich die jetzt dreidimensional hier drüber vorstellen, wenn Sie dann einmal hier durchschneiden und dann integrieren darüber, dann sehen Sie die Fläche unter der Höhenlinie hier und dann die Fläche unter der Höhenlinie hier. Und wenn Sie all diese Flächen darunter in die andere Richtung nochmal aufintegrieren, kriegen Sie das Volumen darunter. Aber ob Sie jetzt sozusagen so rum die Streifen integrieren oder so rum die Streifen integrieren, das sollte auf dasselbe Ergebnis kommen. Und das ist die Aussage des Satzes. Also wenn Sie das Doppelintegral bilden, dann bekommen Sie, egal in welcher Richtung, also in welcher Reihenfolge Sie integrieren, bekommen Sie dasselbe. Und jetzt ist die Beweisskizze sogar ganz kurz, die passt hier hin.
Die ist, besteht nämlich darin, wir fragen uns einfach mal, was ist denn die Ableitung der linken Seite nach b? Also verzeih mir jetzt hoffentlich die Notation, ich möchte differenzieren nach dem b, und zwar die linke Seite, schreibe ich jetzt mal so. Also das, was hier steht, möchte ich nach b differenzieren. Das ist der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Der sagt, wenn ich bis b integriere irgendeine Funktion und das Ergebnis als Funktion in b betrachte, wenn ich dann nach dem b differenziere, dann bekomme ich genau den Integranten, wenn der stetig ist. Aber der ist ja stetig nach dem ersten Satz. Also wenn ich nach b differenziere, bekomme ich genau das Psi von x, Psi von x, aber für das x muss ich jetzt die obere Grenze einsetzen, also das b, Psi von b. Ja, also ich d nach db von der linken Seite und dann setze ich den Wert b ein. Wieder. Und jetzt machen wir d nach db von der rechten Seite. Was kommt denn da raus? Ja, da steht hier keine Integrationsgrenze b, also haben wir erstmal ein Problem. Aber wenn wir mit Satz 2 diese Ableitung nach b nach hier innen ziehen können, also an diesem Integral vorbeiziehen können, dann haben wir gewonnen. Also wir wenden jetzt Satz 2 an. Das ist also nicht, das ist der nicht triviale Teil, dass wir das hier vorbeiziehen können. Und dann steht da das Integral c bis d von, und jetzt die b-Ableitung von dem Inneren hier. Okay, das können wir jetzt. B-Ableitung von dem Inneren ist f von b, y. Also f von, mache ich das gerade richtig? Das b ist ja eine x-Grenze, ja? F von b, y. Aber die y muss ich natürlich abschreiben. Also wie gesagt, Satz 2, ich habe jetzt einfach das Innere, das phi, nach b differenziert. Ja, das kann ich so nicht sagen. Nee, ich habe das Phi-Index b nach b differenziert. Also, ich habe dieses innere Integral nach b differenziert, steht das da. Und jetzt vergleichen wir, aha, das Psi von b ist ja genau dasselbe. Also diese zwei Dinger sind gleich. Das heißt, linke Seite und rechte Seite haben als Ableitung nach b denselben Wert. Dann können wir jetzt noch b gleich a setzen. Für b gleich a ist das hier 0 und das hier auch 0. Also für b gleich a stimmt es überein und die Ableitung stimmt überein. Also stimmen die beiden Seiten überein. Also mit diesem Trick haben wir linke Seite gleich rechte Seite bewiesen. Und das war ja die Behauptung. Also ich denke, hier ist es tatsächlich sinnvoller, wenn Sie hier so die grobe Idee sehen, als wenn Sie so einen technischen Beweis durchackern. Aber bitte beschäftigen Sie sich gerade bei Satz 2 vielleicht nochmal mit Forster, mit dieser gleichmäßigen Konvergenz. Das ist dann eigentlich technisch schon ganz interessant. So, das war jetzt also der Schnelldurchlauf durch Kapitel 10, parameterabhängige Integrale und Doppelintegrale. Ich denke, wir können das dabei bewenden lassen, dass Sie jetzt mal so ein paar Doppelintegrale ausrechnen. Das machen wir in der Übung. Und ich halte lieber dieses Video wirklich ganz kurz. Mehr brauchen wir hier nicht. Dies ist der Abschluss von Teil 1 der Vorlesung. Also wir haben jetzt 8 Wochen geschafft. Wir haben die ersten 10 Kapitel von Forster geschafft. Im zweiten Teil von Forster werden wir kein Mal 2 Kapitel in einer Woche machen müssen, sondern wir können jetzt in jeder Woche ein Kapitel machen. Das wird sehr entspannt werden, weil das auch nicht kein sehr komplizierter Stoff ist. Und da machen wir dann Differentialgleichungen 6 Wochen lang. Differentialgleichungen, ich mag das gerne, das Thema. Gut, bis nächste Woche geht es ja weiter. Bis dann.